Powerstation. Kann ich eine Powerstation als Landstromersatz am Wohnmobil anschließen? Ganz großes Fragezeichen. Wie, warum und wieso, ob oder ob nicht? Das möchte ich mit dem Video aufklären und euch spezielle Infos dazu geben. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Heute in diesem Video geht es speziell um Powerstation. Und zwar habe ich immer mehr Anfragen oder bekomme ich immer mehr Anfragen, kann ich eine Powerstation, das hängt ein wenig doof da, gell? Kann ich eine Powerstation an ein Wohnmobil außen als Landstromersatz verwenden? Wenn ich schon eine Delta Pro, eine Delta Schieß mich tot, Mini, Max oder wie sie alle heißen oder andere Powerstations, ist mal ganz egal, um welche das es sich auch immer handelt, kommen ja 230 Volt raus. Also rein theoretisch kann ich ja einfach da einen Stecker reinstecken, an mein Wohnmobil andocken und das Fahrzeug unter Strom setzen. Grundsätzlich absolut richtig, das würde funktionieren. Dazu muss man aber ein paar verschiedene Dinge wissen. Also der Grundsatz ist, ja, es geht, aber VDE-Vorschrift bzw. Empfehlung, ich weiß, das ist keine Vorschrift, sondern eine Empfehlung, aber dennoch möchte ich sagen, für eure eigene Sicherheit, nein, so einfach geht's nicht. Denn so ein Wechselrichter gibt ausschließlich ein IT-Netz aus. Das heißt, wir hätten ja hier keine Erdung. Das würde bedeuten, es springt kein FI. Also habe ich ein defektes Gerät und habe ich ein Problem mit einem defekten Gerät in Verbindung mit Wasser, in Verbindung mit irgendwas, dann pratzelt's und der FI würde nicht springen. Kann man ganz leicht testen. Es gibt sogenannte FI-Tester. Aber zu dem ganzen Thematik jetzt näher drauf eingehen, würde ich sagen, gehen wir einfach mal an ein Wohnmobil und da erzähle ich euch dann ein bisschen mehr darüber. So, vom Grundsatz her schaut das Ganze jetzt genau so aus, wie wir es hier haben. Hier haben wir die Powerstation, hier jetzt in einem kleineren Format, die hat nur 600 Watt, spielt jetzt auch gar keine Rolle, kann auch eine größere sein. Die hat natürlich hier zweimal Schuko-Steckdosen. Das heißt, wenn ich die Powerstation anmache und hier meinen Wechselrichter einschalte, kommen hier Fakt 230 Volt raus. Ich kann jetzt hier mit dieser Powerstation Geräte bis zu 600 Watt betreiben, kann natürlich auch dementsprechend bei einer größeren Powerstation auch mehr dranhängen. Ganz klar, bis zu 3600 Watt bei der Delta Pro. Also da passiert richtig was. Rein theoretisch kann ich natürlich jetzt hier einfach an Landstrom anstecken, also die Langstromsteckdose mit dem wunderbaren Adapter und den jetzt hier reinstecken. Jetzt habe ich auf alle Steckdosen da drin 230 Volt. Vollkommen richtig und es funktioniert auch. Überhaupt kein Problem. Letztlich sehen wir auch sofort, hier fängt das Rauschen an und hier läuft auch sofort der Strom. 300 Watt sind gerade dran, weil jetzt irgendwas an ist. Funktioniert, ohne Probleme. Aber es ist nicht richtig, weil wenn wir mal hier mit so einem FI-Tester rangehen und wir stecken den auch mal hier in die Powerstation rein, was nämlich nur ein IT-Netz auswirft, sehen wir sofort, das ist rot. Im Normalfall ist es hier nicht rot, sondern blau. Dann könnte ich den Tester hier drücken und dann muss der FI springen.
Hier springt kein FI, weil ein IT-Netz hat keine Erdung, somit auch kein FI, der springt, ganz klar. Dazu ist es eigentlich, oder genau deswegen ist es eigentlich nicht erlaubt, so in der Form, wie es ich gerade vorgemacht habe, die Wohnmobileinspeisung vorzunehmen. Man kann jetzt aber trotzdem natürlich was ändern. Man kann dementsprechend sich einen Adapter machen, weil wir müssen natürlich von dem IT-Netz auf ein TN-Netz umswitchen. Ich habe hierzu mal eine kleine Zeichnung gemacht, eine handschriftliche Zeichnung. Und nein, ich werde es euch nicht zeigen, wie man das macht. Aber man hat es früher aus der klassischen Elektrik rausgemacht, da kennt man das noch. Ich falte das jetzt mal zusammen, mein Gekritzel. Und zwar, wenn ich hier braun und blau habe, kann ich aus dem blauen vom FI eine Erdung rausziehen und habe dann entsprechend wieder meine drei Phasen, wo dann auch der FI wieder einen Fehlerstrom messen kann und somit dann auch wieder springt. Also das heißt, auch der Fehlerstrom muss hier ein geschlossener Kreislauf sein und dass er letztlich funktioniert und auch messbar ist im Vergleich. Der FI dann entsprechend auch auslöst und springt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die hier sind ja nur dafür gemacht, dass ich hier ein Gerät anstecke und fertig. Aber wir sprechen ja immer davon, dass wir hier drin viele Steckdosen, alle Steckdosen, die da drin verbaut sind, mit der Powerstation dann letztlich unter Strom setzen. Wie gesagt, das ist nicht zulässig ohne einen Fehlerschutzschalter. Kann man tun. Ich als Fachbetrieb und in der elektrischen Art und Weise werde es definitiv nicht tun, weil wir entsprechend immer eine FI, das ist auch der Grund, also jetzt wird es ein wenig durcheinander, das ist ja auch der Grund, warum wir immer schon bei unserem Einbauten sagen, beim Wechselrichter muss ein zweiter FI verbaut werden. Auch da habe ich ja immer so Kommentare gekriegt, ja, es geht ja gar nicht, funktioniert ja gar nicht. Doch, es funktioniert, denn da merkt man auch schon wieder die Unterschiede, die qualitativen Unterschiede von Wechselrichtern. Ein qualitativ guter Wechselrichter, wie unsere WCS-Wechselrichter, aber auch die Victron-Wechselrichter, switchen automatisch, die erkennen nämlich anhand durch die Netzvorrangschaltung, wann habe ich ein IT-Netz oder ein NT-Netz. Und somit switchen die mittels eines Relais intern und so löst auch immer der FI aus, wenn man es anständig verbaut. Natürlich funktioniert es nicht bei den einfachen, günstigeren Wechsellichtern, die eben Schuko-Steckdosen dran haben. Weil die haben diese IT-TN-Umschaltung nicht. Und das ist dann im Prinzip die günstigere Variante, weil die auch nicht dafür vorgesehen sind, in einem Wohnmobil mehrere Steckdosen zu versorgen. Das ist grundsätzlich machbar, aber auch da muss man dann eine spezielle Schaltung dementsprechend dazwischen fahren, damit der FI auslöst. Denn wenn er nicht auslöst und dementsprechend aus einem Fachbetrieb kommend, ich will nicht sagen, das ist grob fahrlässig, aber ja, ich sag's, es ist schon fast grob fahrlässig, weil da sollte man dann mal hinterfragen, ob da ein Elektrofachkraft am Werkel war. Wenn heute eine Hausinstallation gemacht werden muss, muss zwingend ein FI eingebaut werden. Ohne geht und darf man nicht arbeiten. Und genauso ist es hier im Wohnmobil. Es ist ja auch ein fahrendes Haus und auch hier müssen Fehlerschutzschalter installiert sein. Und ja, auch im Betrieb eines Wechselrichters, im Autarkbetrieb. Das ist die ganz wichtige Geschichte. Und da gibt es wirklich so etliche Schlaumeier, die das anders sehen. Und da bin ich auch immer so ein bisschen, denke ich mir, mein Gott, was haben denn die alle gelernt? Es gibt ja selbst angebliche Fachbetriebe, die das so sehen. Und ich sehe die Fahrzeuge hier immer wieder bei mir am Hof, wo Fachbetriebe Wechselrichter eingebaut haben. Und wenn ich dann meinen FI-Tester ranhalte, da springt gar nichts.
entweder ist gar kein FI drin oder es wurde nicht richtig verkabelt und richtig angeschlossen und der FI springt, wenn überhaupt, nur dann, wenn Landstrom angeschlossen ist. Und wenn ich den aber rausziehe, dann kommt auch kein FI mehr. Und das ist wirklich Fakt, grob fahrlässig und ihr spielt mit eurem Leben. Das ist nicht mehr lustig. Und in der heutigen Zeit, wo es technisch eigentlich machbar ist und jeder, der elektrotechnisch ein bisschen was auf dem Zacken hat und die Ausbildung auch genossen hat, sollte das eigentlich wissen. Und liebe Wohnmobilwerkstätten, die dieses verbauen, auch ihr solltet eine Fachkraft haben, die einen Elektroschein Minimum hat, am besten natürlich eine Elektroausbildung bzw. einen Elektromeister hat, um genau diese Situation anständig vorzunehmen und zu verbauen. Das ist einfach wichtig. Es ist auch Pflicht eigentlich, damit man eine entsprechende Ausbildung hat, wenn man überhaupt an 230 Volt rumbastelt, weil das darf ja eh nicht jeder. Ich nenne es jetzt bewusst rumbastelt, weil das, was ich hier alles auf meinem Hof sehe, was hier alles vorfährt, da könnte es einen schon manchmal die Haare zu Berge stehen lassen. Und es ist relativ einfach, alles zu testen. Ich meine, wir haben hier einen FI-Tester, das ist Standardausstattung, sollte jede Werkstatt Minimum einen in der Werkstatt haben. Kostet 150 Euro oder keine Ahnung was. Sind zwingende Geräte, wo eigentlich wirklich, ja, ich will nicht sagen, ja doch, wo eigentlich sein muss. Und nur wenn ich diese Geräte habe, kann ich auch eine anständige Prüfung durchführen und anständig verbauen, was eigentlich wirklich ganz, ganz wichtig ist. Ihr schützt euer eigenes Leben, ein defektes Gerät, und wir haben ja teilweise mit Geräten zu tun, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, wo Wasser ja auch noch mit in Berührung ist, wenn da mal so ein defektes Gerät ist und Strom auf dem Gehäuse ist, ich möchte es nicht anfassen. Und eine anständige Installation gewährleistet einfach, papp, FI springt, 30 Millisekunden, alles gut. Und dann passiert nichts. Also, das ist eine Grundvoraussetzung. Also, nochmal ganz kurz. Ja, es geht. Wieder zurück zu unserem Thema. Powerstation am Wohnmobil anstecken. Ja, es geht. Aber wir müssen ein Adapterkabel bauen zwischen der Powerstation und der Einspeisung, wo aus dem IT-Netz ein NT-Netz macht, entsprechend die Erdung wieder zur Verfügung stellt, der Fehlerschutzschalter anständig den Vergleich messen kann und dann auch sauber springt. Das ist ein unbedingtes Muss, weil sonst riskiert ihr einfach schlichtweg euer eigenes Leben und euren, ja, Schaden, denn so Stromschlag, der ist nicht wirklich ohne. Also 230 Volt, 50 Hertz, Patsch. Ich habe schon oft genug eine auf die Finger gekriegt. Kann ich keinem empfehlen und ist auch nicht wirklich lustig. Und wenn man dieses Adapterkabel hat, dann ist es dementsprechend überhaupt kein Problem. Und dann kann man dieses auch ohne Probleme bewerkstelligen und auch im Zweifelsfall ohne Probleme vornehmen. Ich wollte diese Frage nur beantworten, weil das immer wieder ein ganz großes Thema ist bei uns zu dem Powerstation, wo momentan so extremst gefragt sind, was auch ich nachvollziehen kann. Aber eben zum Anschluss an einem Wohnmobil muss man halt doch ein paar Vorkehrungen treffen, die dann dementsprechend sicher sind und auch alles wieder richtig funktioniert. Ja. Das war's eigentlich schon. Ein relativ kurzes Video. Verzeiht, wenn ihr mir ab und zu wiederholt habt, aber manchmal bin ich da so ein bisschen aufbrausend und denke mir manchmal, Mensch, Leute, ich weiß nicht, wie manche ihren Job machen, und wenn dann hier wieder ein Fahrzeug auftaucht, XY hat einen Wechselrichter eingebaut und ich sehe dann schon an der Verkabelung, Mensch, Leute, ist das wirklich so richtig, und steckt dann mein 230-Volt-Tester da rein, mein FI-Schutzschalter-Tester, und was fliegt natürlich nicht, ist der FI, dann finde ich das schon wirklich, ja, ich will nicht sagen,
Gruselig, aber ja, ich finde es wirklich gruselig, was sich alles Wohnmobilwerkstatt nennt und was da draußen alles verbaut wird. Das finde ich dann schon echt abenteuerlich und grauenvoll. Und drum, bitte wirklich, Leute, guckt's drauf. Das Ding muss fliegen. Auch noch mal eins, nur mal so am Rande. Jedes Fahrzeug, wo ich an der 230-Volt-Verteilung war, muss ich eigentlich, wenn der FI verbaut wird, außer bei Oldtimer oder Uraltfahrzeuge, wenn aber an der 230-Volt-Geschichte danach was verändert wird, muss ich auch einen FI installieren. Und ich muss auch so, selbst bei neuen Fahrzeugen, wenn ich Steckdosen lege, weil der Kunde jetzt sagt, er will da hier nur eine Steckdose haben oder sonstiges, muss ich eine FI-Kontrolle machen. Das heißt, bei mir wird auch jeder Kunde dokumentiert. Das machen wir intern, wir haben Prüfprotokolle und bei jedem Kunden steht dann letztlich protokolliert drauf, bei wie viel Milliampere der FI ausgelöst hat. Wechselrichter FI, Landstrom FI. Das muss protokolliert sein. Ich bin eigentlich verpflichtet dazu. Sowas sind Dinge zur Installation. Ich muss ja Nachweise liefern können, falls im Falle irgendwas wäre, damit sich der Kunde, damit ich mich abschütze oder absichere, damit sich der Kunde absichert, damit alle sicher sind. Und bei Neuinstallationen geben wir die Prüfprotokolle natürlich auch den Kunden mit. Das sind Dinge, die sind eigentlich ja Standard. Das gehört eigentlich gemacht. Und da verstehe ich wirklich manche Leute nicht, wo das einfach nicht durchgeführt wird. Und ich bitte euch wirklich, guckt da drauf und gegebenenfalls fragt danach. Es ist eine wichtige Sache. Und ja, daher manchmal so ein bisschen mein aufbrausendes Ich-Sein, weil ich denke mir immer, Mensch, kostet alles einen Haufen Geld. Das sind alles tolle Fahrzeuge, haben alle viel investiert. Und da hat man doch ein Recht auf eine anständige Werkstatt, auf ein anständiges Verbauen, funktionelles Verbauen. Und das muss ja dann auch alles Hand und Fuß haben. Ja, drum ein relativ kurzes Video. Bitte nicht wundern, ihr seht hier ein leeres Regal. Bei uns schaut es gerade ein bisschen umbautechnisch aus. Ja, weil wir bauen auch um, wir vergrößern unsere Werkstatt. Da, wo ihr jetzt steht, wenn man ein Teil der Werkstatt hinzunehmen vom Laden, geschuldet dessen, dass der Laden als solches sehr schön ist, aber in der Größe ein bisschen Quatsch ist. Wir haben das Ganze ein bisschen komprimiert. Wir brauchen einfach Fakt noch mehr Platz für die Werkstatt. Die Halle ist bedingt durch viele aktuellen Situationen, Beschaffung Baumaterial, Beschaffung Arbeitsplätze und so weiter und so fort, nicht ganz so in der Fertigstellung, wie wir uns das vorgestellt haben. Das verzögert sich leider, also muss ich jetzt hier zugreifen. Der Winter steht vor der Tür und da sind wir jetzt mächtig dran. Jetzt haben wir in der Werkstatt schon einen neuen Boden reingemacht. Jetzt ziehen wir das hier auch noch als Werkstatt mit zu. Das heißt, es gibt nochmal so 1,5 Stellplätze mehr. Auch haben wir noch, wenn wir jetzt Glück haben, tolle neue Mitarbeiter gefunden. Da freue ich mich auch drüber. Also da wächst unser Team jetzt gerade auch noch ein bisschen. So, ja, wird es langsam wieder in die Geschwindigkeit ein bisschen effektiver in der Geschwindigkeit, in der Umsetzung. Und da sind wir wirklich ganz, ganz positiv eingestellt und arbeiten da mächtig dran, damit da einiges passiert. Ja, liebe Leute, jetzt sage ich erst einmal ganz lieben Dank für euer Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch interessiert hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Wie seht ihr das mit eure Wechselrichter? Habt ihr FI? Funktioniert's? Wenn Fragen sind diesbezüglich, raus damit. Ich gucke, dass ich alles Mögliche durchlese und beantworte, wenn da noch offene Fragen sind. Und ansonsten, wenn ihr ganz wild seid, drückt ihr noch den Abo-Button, dann verpasst ihr den Schmand immer, was ich euch alles so erzähle. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Video und bleibt mal gesund, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit und passt auf euch auf. Ganz lieben Dank, euer Micha.
bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.